Was geht ab, meine Seafighter? Osiris hier. Und an der Stelle kann ich es einfach nicht glauben, was wir hier sehen. Die Banner sind endlich online. Sind schon seit längerer Zeit online quasi, aber... Ja, ich war noch im Real-Life Stones farmen. Meine Instagram-Follower wissen Bescheid, was ich meine. Jetzt bin ich letztendlich zu Hause quasi und kann das Video aufnehmen. Beziehungsweise summon. Ich habe wirklich den ganzen Tag drauf gewartet. Die beiden Dual-Dogan-Festival-Banner sind online, einmal zu LR Vegito, einmal zu LR Gogeta. Wir schauen uns gleich alle Einzelheiten genauer an, aber an der Stelle schon, schaut euch das mal an. Das sind die ersten Dokkan-exklusiven Charaktere, die ersten Dokkan-exklusiven, nicht Charaktere, sondern LR. Die ersten Dokkan-exklusiven LR, die in ihrem Summon sind, die gefeatured sind, die ihr eigenes Dokkan-Event haben. Das ist so... Das ist... Hype. Ist einfach nur ein Hype, sodass sich meine Stimme komplett verändert. An der Stelle, Leute, an der Stelle. Und zwar ist das folgendermaßen. Wir haben einmal den Banner von... Das sollte Gogeta sein. Die Banner sind im, genau, sind im Prinzip fast identisch aufgebaut. Nur sind sie quasi Gogeta-spezifisch oder Vegeto-spezifisch. Ein Beispiel. Wir haben hier den LR. Ja. Angel Goku und Angel Vegeta, die zu Gogeta werden. Wir hatten in den Banner den Super Saiyan 2 Angel Goku, Majin Vegeta, Kaioken Goku und Vegeta. An der Stelle, die vier Charaktere sind auch in einem anderen Banner. Zudem haben wir dann, ja, hier kommt das Gogeta-spezifische. Vierfachen Gogeta, Super Gogeta, Ins, Gogeta Strength ist dabei, Janemba ist vorbei als Erzfeind quasi, in Janemba. Aber ihr merkt schon, es sind viele SSR. Es sind viele SSR. Auf der anderen Seite haben wir bei Vegito quasi Goku und Vegeta, die zum LR werden. Und wie gesagt, die vier Charaktere sind gleich. Dann wird es Vegito-spezifisch. Super Vegito haben wir, Egilty Vegito, Blue Vegito haben wir, Kid Buu, Buhan und diesen Buff Buu. An der Stelle ist die Sache nämlich so, wir haben wirklich viele SSR auch, die gefeatured sind. Heißt, es sind nicht die normalen Dokkan-exklusiven Raids, die bei fast ungefähr 0,7-0,9% liegen. Hier haben die LR selbst, beziehungsweise die gefeaturten Dokkan-exklusiven Charaktere ungefähr 0,4 bis allerhöchst 0,6, aber 0,4-0,5%. Das gilt auch für die LR. Und deswegen wird die Frage sein, ob wir was ziehen können. Wir werden 4 Multisummen schaffen und nach jedem dritten Multisummen ist der vierte kostenlos. Heißt, wir werden hier 5 schaffen. Ich werde bei Gogeta pullen. Sorry, nicht Gogeta. Nicht, dass ich was falsch mache. Ich muss mich konzentrieren. Ich werde bei Vegito pullen. Weil, warum? Denn ich habe mehr Potara-Charaktere auf meinem japanischen Dokkan-Battle-Account. Deswegen wäre es für mich sinnvoller, hier zu pullen, denn er ist der Potara-Kategorie-Leader. Auf der anderen Seite ist Gogeta quasi der für Fusion-Charaktere. Und ob es sich hier lohnt zu pullen oder nicht? Natürlich, Leute. Es sind die ersten Dokkan-exklusiven LR, die gefeatured sind. Der Banner-Inhalt an sich bei beidem ist immens, immens gut. Wir haben Kategorie-Leader drin, wir haben Neo-Gat-Leader drin bei beiden Banner. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go, gucken wir mal, was hier abgeht, Leute. Gucken wir hier mal, was abgeht. Ich bin beim richtigen Banner, ja, Vegito-Banner ist das. Wir fangen an mit 1, 2, 3, 4 Pots. 4 Pots. Wir gehen Super Saiyan 4 Pots. Let's go, an der Stelle, ich weiß echt nicht, was mich erwartet. Aus dem Banner kann ich wirklich alles nehmen, alles danken, gerne nehmen. Super Vegito wäre auch brutal. Oh. Wir haben direkt angefangen, oh mein Gott, mit einem SSR, aber es war halt nicht gefeatured. Das ist halt Hashtag nicht gefeatured. Wow. An der Stelle würde ich wirklich jeden gefeatureden Charakter annehmen. Das sollte ich sagen, dann kam direkt ein nicht gefeatureder. Denn zum Beispiel... Zweiter SSR. Zweiter nicht gefeatured. Warum passiert mir sowas ständig? Ich verstehe das nicht. Das hätten zwei gefeaturede sein können eventuell. Und ja, was ist eventuell? Das hätten zwei gefeaturede sein können und eventuell dann boom, direkt ein LR. Stattdessen kriegen wir zwei nicht gefeaturede, dessen Rates bei 0,00 sind. Also fast bei 0 quasi. Oh. Wenn das so schon anfängt, oh mein Gott. Zwei SR, ich will mich auf jeden Fall nicht beklagen, aber wir sind hier für die gefeatureden Charaktere. Denn ich wollte meinen Satz aussprechen. An der Stelle würde ich wirklich jeden gefeatureden Charakter annehmen aus dem Banner. Denn jeder ist geil für mich in JP.
Super Vegito wäre intens physisch, wäre ein Kategorieleader. Ich habe hier nicht so viel, ich habe hier gar keinen Kategorieleader, quasi keinen richtigen. Aber stattdessen kommen wir her und. Hashtag nicht gefeatured. Also zwei SSN, eine Multisum. Richtig geil. Versteht mich nicht falsch, richtig geil. Aber zweimal nicht gefeatured, warum? Nachher zu der Left, komm schon, nachher zu der Left, bring uns das Glück. Rainbow? Bleib Base. Ja! Heißt noch ein SSR. Okay, mit der SR-Sparte geht's auf jeden Fall gut los. Aber bitte. Bye, Guys. Die legendäre Pose. Bye, Guys. Das ist halt die legendäre allererste garantiert SR-Pose. Wird uns Glück bringen. Wird uns vor allem einen gefeaturten SSR bringen. Bitte. Keinen nicht gefeaturten. Let's go. Wer glaubt an der Stelle an mich? Wer glaubt an der Stelle an dieses Summon? Ja. Also, wieder Hashtag nicht gefeatured. Oh Gott, ich weiß nicht. Ihr seht es wahrscheinlich an meiner Reaktion. Ich weiß gerade selber nicht, wie ich reagieren soll, was ich denken soll. Oh mein Gott, dritter SSR nicht gefeatured. Oh mein Gott. Warum, warum? Bitte hol mir ein und sag mir warum. Worauf wartest du? Gib schon her, verdammt! Hier, fang! Bitte sag mir einen. Nicht sag mir, hol mir einen und sag mir warum. Macht euch bereit, es geht los! Warum? Warum? Wie sieht's aus? Ist das gut so? Danke, Vegeta, es ist wundervoll. Genau das, ich darf nicht schreien, ich würde gerne schreien, aber genau das, Leute, ist Hashtag Fleiß. Hashtag Fleiß. Ja, da waren wir in Real Life Stones Farmen, wir haben Fleiß gebracht, ja, wir waren arbeiten bei Nacht. Und dann pullen wir diese Summons und dann kommen sie einfach. Oh! Leute, diese Hashtag nicht gefeatured. So sollte damit. Hashtag LR. Hashtag LR Osaru. LR Osaru. Runter in die Kommentare. Was ist unser Glück mit dem LR-Puls? Was ist unser Glück mit dem LR-Puls? Ich darf nicht schreien. Fuck, ich darf nicht schreien. An der Stelle ist es nachts, also haben wir Family Friendly aufgehoben. Also entschuldigt meine Wortwahl. Nur dieses Mal bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jungs, genau das ist Hashtag Fleiß. Meine Homeboys, Azeri, Anski, Ichi, ja, alle aus der Dukan Group, die wissen Bescheid. Ein Hashtag nicht gefeatured darfst du mir ruhig geben auf der Stelle. Jetzt ist es jetzt nicht mehr. Die Jungs wissen Bescheid, Leute. Hashtag Fleiß. Tut was, Leute. Tut was, dann bekommt ihr auch was. Ich kann's nicht glauben, dass ich das da sehe. Ich hab zu den Jungs gesagt, ich hab zu den Jungs bei der Arbeit gesagt, ey, ich spüre es in jeder Zelle meiner Ader. In jeder Zelle in meinem Körper. Ader war gerade falsch. In jeder Zelle in meinem Körper, jede Ader, meine Adern qualmen. Ich hab denen gesagt, ich spüre es. Ich werde brutal ziehen. No joke. Jungs, also die Anski, Ichi an der Stelle, runter mit den Kommentaren mit euch, ja. Haut das raus, dass ich das geschrieben habe. Das Geile ist halt jetzt noch, wir haben noch
unseren Free Multisum und dann machen wir natürlich noch Multisum bei Gogeta, weil wir noch einen 50er haben. 1, 2, 2 Pots. Boah, ich kann es nicht glauben, was hier abgeht. Das auch noch bei Nacht. Ich werde zum Osaru. Ich werde zum Osaru. Keine Ahnung, dieses Video ist wahrscheinlich total verrückt, weil... Oh mein Gott, das sind... Das war verdammt nochmal ein Ellerpool. Und was für ein Ellerpool. Die ersten Dokkan-Exklusiven, die einfach alles zersprengen. Die Kategorie-Lieder sind. Bitte. Ziehen wir noch was? Ich glaube nicht. Ah, schade um den... Ich will nicht geizen, aber schade um den Free Mutti. Schade um den Free Mutti-Sum, aber erstaunlicherweise ist es wirklich immer so, dass ich in den Free Mutti-Sum nach einem brutalen Pool einfach nichts ziehe. Aber egal, nee, ich will mich echt nicht beschweren. Ich darf mich nicht beschweren. Ein Pot. Kriegen wir noch ein Pot-Luck? Mit unserem Goku Blackfinger, ein Pot-Luck. Wir sind, by the way, beim Gogeta-Banner jetzt. Och du Scheiße, bitte, rette mich jemand. Bam, Kinnhaken Kid Buu. Zack, zur Seite, Kinnhaken. Ach du Scheiße. Oh, ich bin sprachlos, ich bin echt sprachlos, Jungs, also tut mir leid. Ich weiß, was ich sagen soll. Ohne Spaß, ich weiß, was ich sagen soll. Ich bin echt sprachlos. Oh mein Gott. Ich bin hingekommen, wirklich mit dem Gedanken, die zu ziehen. Ich hatte es... Also es hört sich im Nachhinein natürlich simpel an, aber ich hatte es wirklich... Ich wusste, ich ziehe was richtig Krankes. Das war nicht... Oh mein Gott. Ah, ich finde sie nicht. Was ist das? Leute, an der Stelle, ich weiß nicht. Ich habe keine Worte mehr. Ich hoffe, ihr habt das Video wirklich genossen. Ich hoffe, ihr habt wirklich brutal gepult. Ich muss jetzt erstmal bei Nacht verkraften und erstmal, oh mein Gott, hier dieses Video für euch vorbereiten. Freut euch darauf, Leute, die das in der Zukunft sehen. Bye, guys.